Schönen Freitagnachmittag, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des SK Buntigammer Sturm Graz. Die 7. Runde der Admiral Bundesliga steht bevor. Wir treffen morgen um 17 Uhr zu Hause in der Merkur Arena auf den TSV Hartberg. Aktuell sind rund 10.300 Tickets für das Spiel verkauft. Die Stadionkassen öffnen morgen um 10 Uhr vormittags. Und seit gestern läuft auch der offene Verkauf unserer Europacup-Abos. Das sind bis dato 7.600 Tickets verkauft. Einzeltickets für das Spiel gegen Midtjylland gibt es ab Montag. Aber gleich voller Fokus auf das Wesentliche. Das Spiel morgen darf unseren Cheftrainer Christian Ilzer bei mir begrüßen. Chris, du hast schon am Mittwoch nach dem Cup-Spiel angesprochen, wenig Zeit zur Vorbereitung auf das morgige Spiel gegen Hartberg. Wie hast du die vergangenen Tage dennoch genutzt, um deine Mannschaft bestmöglich auf das Spiel vorzubereiten und einzustellen? Ja, für uns Trainer bleibt natürlich nicht die gewohnte Zeit, um uns auf ein Spiel vorzubereiten. Wir brauchen einfach Wege, um das auf kürzere, aber trotzdem auf die genau so prägnante Art und Weise zu machen. Wir haben uns einfach im ersten Teil, am gestrigen Tag, versucht, einfach für in der Regeneration, in der Aufarbeitung des Cup-Spiels mit der Mannschaft auseinanderzusetzen. Und ja, heute war dann eh schon nur mehr Hartberg-Thema, Vorbereitung auf Hartberg, Spieler frisch machen, Spieler auf dieses Steirer-Duell bestmöglich vorzubereiten. Und da morgen geht es schon wieder los. Also sehr kurz, aber trotzdem auch in der Kürze möglich, eine Mannschaft perfekt auf ein Spiel einzustellen. Eure Fragen bitte ins Mikrofon. Jakob Janscher hat nach dem Cup-Spiel gesagt, also Samstag, das ist noch keine Möglichkeit, dass er spielen kann. Wie schaut es sonst aus? Gibt es ansonsten definitive Ausfälle? Ja, bei Janscher eigentlich gibt es wirklich schlechte Nachrichten. Es ist nochmal MR gemacht worden, nachdem er vorletzte Woche im Training dann wieder einen Stich in der Wade gespürt hat und da ist wieder ein neuerlicher Muskelfaserriss festgestellt worden. Ist natürlich sehr ernüchternd, vor allem für Janscher sehr ernüchternd und für uns als Mannschaft, weil er einfach ein extrem wichtiger Spieler für uns ist. Und muss man jetzt einfach der ganzen Geschichte Zeit geben, dass das dann auch wirklich ausheilt und wir dann auch hoffentlich dann so in Richtung nach der Länderspielpause an Janscher dann wieder voll zur Verfügung haben. Was positiv ist, ist die Geschichte bei Ota Kitteschwili. Der ist jetzt wieder belastungsfähig, was nicht heißt matchfit, aber aufgrund dieser chronischen Achillessehnenentzündung war es schon mal wichtig, dass er einfach wieder belastungsfähig ist, macht Teile mit der Mannschaft mit, gekoppelt einfach mit dem Reha-Trainingsprogramm. Das verkraftet er zurzeit sehr, sehr gut. Also da ist jetzt wirklich was weitergegangen. Und jetzt im nächsten Step werden wir ihn einfach versuchen, matchfit zu machen. Und da müssen wir einfach auch eher das Logische, den Emotionellen vorziehen und da einfach dann auch Geduld haben für diesen Schritt, damit wir den Otter dann nicht wieder in eine nächste Verletzung treiben, sondern einfach endlich dann auch wieder auf ein Top-Level bringen. Aber es ist sicher positiv, die Entwicklung bei Otter Kitteschwili, bei Vincent Trummer und Niklas Geihoff ist so, dass beide bereit sind fürs Comeback. Inwieweit sie dann eingesetzt werden, das möchte ich da noch nicht verraten, aber beide sind bereit fürs Comeback. Ansonsten gibt es noch die eine oder andere Verletzung. Ist nicht so positiv, also wir können bei Weitem nicht aus dem Vollen schöpfen. Das Einzige, was ich daraus nützen kann, ist, dass es hier nicht preisgeben werde, welcher Spieler nicht zur Verfügung ist, aber es werden einige nicht zur Verfügung stehen für morgen. Oder davor. Also die Summe hat uns einfach auch jetzt ein paar verletzte Spieler beschert und ja, am Beginn einer sehr intensiven Spielphase ist natürlich leider nicht so ideal, aber ja, das Beste daraus machen, es sind jetzt nicht große Dinge, ich denke im Laufe einer Woche ist dann hoffentlich alles wieder im Griff zu kriegen, aber für morgen ist dann bei ein paar Spielern nicht möglich, dass sie dabei sind. Betrifft eher die physische Verfassung als Covid oder Erkrankung oder so, kann man da ja, fragen? Ja, Covid und keine Erkrankungen, sondern es sind muskuläre Themen. Wenn jetzt viele Spieler ausfallen, inwieweit sind dann auch schon die neuen Spieler, nämlich Böwing und Ayeti, Thema? Ja,
denke, wir, wie bei allen neuen Spielern, werden sie ihre Eingewöhnungszeit brauchen. Da braucht man jetzt nicht zu euphorisch sein und glauben, die funktionieren in der Sekunde. Das sind zwei Spieler, die beide sehr, sehr viel mitbringen. Wenn ich das, was ich für ihre Art und Weise im Kopf habe, wenn das dann passiert am Platz, dann sind es Spieler, die uns absolut weiterhelfen werden. Aber jetzt in zu viel Euphorie ausbrechen und zu glauben, dass uns die in der Sekunde helfen können, da muss man dann auch die Euphorie bremsen oder einfach auch ganz klar das so preisgeben oder darstellen, wie es dann auch ist. Also wie alle neuen Spieler brauchen sie ihre Zeit, um unsere Art und Weise Fußballspielen kennenzulernen, zu automatisieren. Wir müssen natürlich versuchen, Wege zu finden, um sie schnellstmöglich zu integrieren, um methodisch auch das ihnen schnellstmöglich näher zu bringen. Es sind jetzt aufgrund der vielen Spiele natürlich nicht inhaltlich diese großen Trainingsinhalte dann möglich. Also es wird nie die gesamte Mannschaft am Platz stehen. Und das macht es natürlich schwieriger, aber es gibt schon Methoden, wo wir das auch versuchen, auch ihnen sehr schnell beizubringen. Es sind natürlich auch Spieler, wie Albi, der schon sehr viel Erfahrung hat, der schon viel gesehen hat im Fußball, der ein gutes Gespür hat, und William, der sehr gute Auffassung hat über Spiel, gutes Spielverständnis, wo ich glaube, dass das schon relativ schnell dann vonstatten geht, dass sie verstehen, wie unser Fußball funktioniert, und dann brauchen sie ja eine Adaption auf die Intensität und dann werden sie auch so weit sein. Und auf der anderen Seite, wenn wir natürlich personell so aufgestellt sind, dass wir es brauchen, dann werden wir es einmal ins kalte Wasser schmeißen. Sind sie Thema für den morgigen Kader schon? Also das wie gesagt, sie brauchen definitiv noch ihre Zeit, aber aufgrund einer gewissen Situation könnten sie durchaus schon Thema sein. Also beide sind absolut fit und wie gesagt, das sind zwei Tage jetzt bei uns. Ist natürlich nicht das Ideale, aber muss man dann auch mal bereit sein, dann so einen Spieler sehr schnell dann in ein Spiel zu werfen. Aber braucht jetzt auch noch keine Wunderdinge erwarten. Du hast schon gesagt, beide sind fit. Der Albi hat gesagt im Interview auch, er ist topfit. Er hat jetzt auch schon mittrainiert im Frühjahr, lange Zeit, hat nicht gespielt. Ist das ein bisschen ein größeres Problem, dass er jetzt nicht gespielt hat? Merkt man das auch von deiner Seite aus? Ja, das ist immer, wenn ein Spieler am ersten Tag da ist. Und das ist dann auch noch immer eine Sache, dass man mal alles kennenlernt, da spielt sich dann auch im Kopf, das braucht man auch zu schnell dann urteilen, aber es ist sicher, dass der William jetzt auch im Spielrhythmus war, nicht nur im Trainingsrhythmus, dass William auch Spiele gehabt hat und Albi einfach auch im Mannschaftstraining gestanden ist, auch keine Spiele in den Beinen hat. Das braucht sicher, was Timing, was Spritzigkeit betrifft, ist schon dann wichtig, dass er Spiele in den Beinen nachher hat, sehr bald, aber jetzt beide sind auf einem guten Trainingslevel gewesen und das haben sie auch gezeigt jetzt am ersten Eindruck. Von dem her kann man super arbeiten mit den Jungs. Was ich nur will, ist einfach diese Erwartungshaltung. Das sollte nicht gleich in den Himmel ragen. Da muss man einfach das sehr realistisch einschätzen. Eine Frage noch jetzt zum Personal trotzdem. Der Jörg Siebenhandel ist ausgefallen jetzt gegen Austria Salzburg. Ist der jetzt morgen wieder ein Thema? Spielt er wieder morgen? Oder ist das auch noch ein Teil der Überraschung? Das ist ein Teil der Überraschung, genauso wie ich es vorher angekündigt habe. Weil der Jörg ist ein Linksfuß, der Schüler ein Rechtsfuß. Wenn das der Klaus Schmidt nicht genau weiß, ist vielleicht ein 0,1% Vorteil für uns. Und den werde ich ausnützen. Ist der Schütze jetzt irgendwie, kannst du was sagen zu seinem Auftritt? Das ist nicht so gefordert worden in dem Spiel, glaube ich. Gell? Dass er sehr aussagekräftig ist. Schau, das ist bei uns im Tormann-Trainer mit Stefan Loch und sein Tormann-Team, es funktioniert einfach perfekt. Ich brauche mich da gar nicht kümmern. Das ist einfach, der hat das so gut im Griff und ich habe da einfach in jeden einzelnen unserer vier Tormänner vollstes Vertrauen. Und es kommt nicht oft vor, dass der Jörg Siebenhandler mal ausfällt, aber am Mittwoch war es eben so, dass er nicht spielen hat können. Und der Schüler hat das tadellos gemacht, auch wenn er nicht so gefordert war in dem Spiel. Er war einfach von seinem Auftreten. Und wir haben genügend Testspiele, wo ich alle Tormänner immer sehe, wie es dann in einem Spiel sind. Mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Jetzt haben wir gerade zuerst über die Personalsituation gesprochen. Es fehlen natürlich, sind es die Leute, die auch fehlen, ohne jetzt zu jammern,
die dadurch entsteht, ist, dass das Tore-Schießen, glaube ich, nicht so leicht fällt, wie das zum Teil schon war, weil Salzburg wurde ja bald der Führungstreffer erzielt und dann wurden Chancen schon relativ klar vergeben. Fällt das Tore-Schießen im Moment ein bisschen schwer? Der Rest war ja gut und du warst sehr zufrieden. Er kommt vor dem Tor im Trock und im Strafraum fällt schwer und der neue Stürmer Achetti scheint ja jemand zu sein, von seiner Aura her, der solche Situationen im Strafraum, glaube ich, gut nützen kann. Sehe ich das richtig? Ja, Achetti ist einmal definitiv ein Spieler, ein Stürmertyp, der weiß, wo das Tor steht, der viele Tore machen kann. Das hat er in der Schweiz ja eindrucksvoll bewiesen. Und da auf dieses Level werden wir versuchen, ihn sehr schnell wieder hinzubringen. Und Abschlussstärke, so effizient wie wir gegen Rapid waren, so uneffizient waren wir dann 3 Tage später gegen Austria Salzburg. Also das kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, dass wir jetzt eine Abschlussschwäche haben, weil gegen Rapid waren wir unglaublich effizient. Da waren wir dann nicht im Spiel so, wie wir es uns vorgestellt hätten. Gegen Salzburg war das Spiel wirklich so, dass das sehr nah an dem war, wie ich mir ein Fußballspiel vorstelle, das extrem energievoll war, extrem geradlinig. Ja, das spielt sich, weiß nicht, zu 90% in unserer Hälfte, in unserer Angriffshälfte abgespielt hat. Also wirklich eine Top-Herangehensweise an dieses Cup-Spiel war. Aber natürlich wir viel zu viele Chancen liegen haben lassen. Diese letzter Pass und Abschlussstärke oder Qualität uns in dem Spiel definitiv gefehlt haben. Und das Spiel deshalb auch unnötig lange spannend geblieben ist. Aber das Spiel war für mich ein sehr gutes am Mittwoch, am Sonntag ein weniger gutes. Am Sonntag waren wir effizient, am Mittwoch nicht. Ich denke, wenn wir für morgen von beiden das Bessere nehmen, das gute Spiel vom Mittwoch und die Effizienz vom Sonntag, dann hätte ich nichts dagegen. Kriegst eine Frage zum Gegner wie immer. Hartberg, sagen wir 3 Punkte, die dir jetzt einfallen, die du uns sagen kannst und auch deiner Mannschaft gesagt hast, da sind die gut. Wundertüte. Also viele verschiedene Strategien, Spielanlagen, also strategisch gesehen war sehr, sehr viel dabei schon, was die Grundordnung betrifft, was auch die Herangehensweise betrifft. Viel dabei gewesen, versuchen dann natürlich immer einzuschätzen, in welche Richtung das für morgen geht, aber ich bin absolut überzeugt, dass wir uns auch so aufstellen müssen und diese Qualität da haben müssen, dass wir uns im Match schnell auf Dinge einstellen, adaptieren müssen. Schneller Struktur im Spiel auch dann auch begreifen, wenn was anders kommt, wenn wir vorbereitet sind. Darauf auch personell immer wieder Veränderungen. Also auch was jetzt morgen betrifft, schwer einzuschätzen, ob Frieser, Krivak, Sintischer Themen. Krivak ist natürlich ein sehr, sehr guter Kopfballspieler, der jetzt nicht unbedingt noch an vorderster Ebene vorhanden war bei Hartberg, der natürlich dort auch ein neues Element mitbringen kann. Aber ob der noch ein paar Trainings dann schon spielt, das ist natürlich das Fragezeichen. Genauso ist Frieser schon ein Thema für die Startelf. Dann hat es ein paar junge Spieler, die ja wirklich für uns jetzt nicht richtig greifbar sind jetzt aus der Personalie. Und denke ich einmal, dass man nicht genau weiß, auf was man sich einstellen muss, ist vielleicht ein Plus von Hartberg. Oder auch, wenn man es nach Automatismen aus Hartberger Sicht sieht, vielleicht auch kein Vorteil. Ich denke, die großen Stärken von Hartberg sind einfach ein Trainer, Spielertypen, die einfach eine richtige Leidenschaft auf den Platz bringen können. Und auf das ist es natürlich auch bei so einem Steirer-Duell, dann werden wir uns auf das auch sehr, sehr gut einstellen, dass es ein sehr emotionelles Spiel wird, ein sehr leidenschaftliches Spiel wird, ein zweikampfbetontes Spiel sein wird. Aber im Endeffekt, denke ich, müssen wir unser Spiel da zu Hause schon auf dem Level am Platz bringen, auf dem es auch dann für Hartberg richtig viel zu lösen gibt. Und wo sich Hartberg fragen muss, was macht Sturm eigentlich so gut, das muss unser Ziel sein. Eine noch kurz. Chris, du hast letztens bei uns im Interview nach dem Rapid-Match gesagt, Effizienz und so weiter und so fort, aber ein Kernsatz, oder der mir hängen geblieben ist, Resultat, 3 Punkte, tun in unserer aktuellen Situation extrem gut. Kannst du dich erinnern dran? Was war gemeint? Welche Situation hast du gemeint?
Nein, die Situation ist die eben, dass wir ja doch mit Ausfall von dem einen oder anderen Schlüsselspieler, ein Abgang von absoluten Schlüsselspieler auch sicher ein bisschen umbauen müssen in der Mannschaft, ein paar neue Tugenden wieder herauswecken, ein paar neue Personalien integrieren müssen und das einfach auch der Erfolg einfach auch Spieler begehrlich gemacht hat. Und es war ja nicht nur der Rasmus Højlund, der Begehrlichkeit geweckt hat, sondern auch andere. Deshalb habe ich sehr begrüßt, dass endlich diese Transferzeit auch zu Ende ist. War trotzdem die Mannschaft, so wie ich es einfach kenne, einfach von einem super Charakter geprägt. Aber trotzdem geht es bei jungen Spielern einfach auch nicht spurlos vorbei. Die machen sich auch Gedanken drüber. Und von dem her ist es sicher, wenn wir die Spiele LASK Rapid so anschauen, ist dann nicht alles so leicht von der Hand gegangen. Und deshalb war es umso wichtiger, in einer schwierigen Phase dann auch so ein Spiel wie gegen Rapid einmal auch zu gewinnen und dann auch im Cup sehr souverän weiterzukommen. Und das hat die Mannschaft super hingekriegt. Und von dem her ist es auch in so einer Phase dann auch ein großes Qualitätsmerkmal, wenn man dann nicht so im absoluten Flow ist, wenn man einfach auch an einigen Schrauben zu drehen hat, wenn sich ein paar Dinge verändern, wenn sich ein bisschen ein Umbauprozess in Stadt geht, auch während einer laufenden Meisterschaft, dass man dort auch punktet und dann auch vorne dran bleibt. Und das war extrem wichtig und deshalb hat man das auch in meiner Aussage gemerkt, dass ich sehr froh über diese 3 Punkte war, auch wenn es nicht unbedingt so glanzvoll waren. Wie wichtig ist es auch der Transfer im Nachhinein von Emega, der jetzt vielleicht doch schon ein paar Tage länger da ist als die anderen Stürmer? Und welche Rolle kommt auf ihn zu? Ist er jetzt momentan dein Einzelstürmer, jetzt, den du einsetzen wirst, jetzt auch in den kommenden Tagen? Ja, ich glaube, ich brauche jetzt nicht als Einzelstürmer klassifizieren. Ich denke, ich habe eine sehr gute Auswahl mit unterschiedlichsten Fähigkeiten. Also da haben wir schon eine gute Mischung an Qualitäten. Wir haben Spieler, die sehr schnell sind, Spieler, die eine super Tiefe haben. Dann haben wir Spielertypen, die auch zwischen den Linien sehr gut agieren. Da hätte ich ja jetzt einen super Kopfballspieler dazu bekommen. Also von dem her haben wir eine gute Mischung an Qualitäten und jetzt heißt es einfach, die Feinabstimmung so zu finden, dass wir es dann auch in ihren Qualitäten einfach perfekt einsetzen können. Und das heißt viel Arbeit, viel zu tun für uns als Trainerteam. Und das macht aber unseren Job so spannend. Und Emege ist, glaube ich, auch zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt zu uns gekommen. Hat Andi Schicker dann auch sehr gut gemacht in dieser Phase, dann schon den Emanuel Emeka zu uns zu holen, weil er auch wenig gespielt hat und man hat einfach gemerkt, wenn ich jetzt denke an Ried, wo er das erste Mal dann bei uns war und jetzt sein Auftritt gegen Austria Salzburg, da ist schon richtig was passiert und er entwickelt sich, er hat eine gute Entwicklung genommen in den letzten Wochen. Walter, bitte. Ja, Emanuel Emega müsste den Rasmus Højlund ja insofern auch gut ersetzen können. Die sind ja praktisch wirklich fast auf den Tag gleich alt. Ja, 4.2.2003 und der Emanuel Emega 3.2.2003 und dazu jetzt noch gleich in der Nähe liegen 26.2. der Achete, auch 2 älter und William am 1.3. Das heißt, ich habe gesagt, wie es die kleine Zeitung heute schon geschrieben hat, in Dänemark, ihr habt eine goldene 2003er-Generation. Wie hat eine goldene oder ja, gut, Dänemark? Ist weg, der Højlund ist leider weg, aber sozusagen Emanuel Emeka ist praktisch auf einem Tag. Ist auch kein Däne, ist auch Holländer. Genau. Aber und der Yeti ist ein Schweizer. Ja, drum die goldene Dänen, drum sage ich die Sturm, goldene Generation von Sturm der 2003er. Weil da sind sie ja doch 3 2003er der Højlund ist weg. Ja, wir haben ein paar gute eigene 2003er, 2004er, aber jetzt muss ich mal zusammenfassen, die Frage, dann mal schauen, wo wir die hinbringen, an welches Ziel. Gemeint war, dass Emeka ihn gut ersetzen kann, weil er praktisch nur einen Tag vom Geburtsdatum, nicht nur Feber, sondern auch vom Alter, praktisch genau gleich alt ist wie Rasmus. Ich habe das meinen Spielern auch gesagt, das ist
für mich jetzt nicht wichtig, wo einer herkommt, wo einer hingeht, welcher Gesellschaftsschicht er angehört, welcher Hautfarbe, welcher Kultur. Die Liebe zu Schwarz-Weiß, die eint uns. Und das ist das Entscheidende, egal wie alt. Welche Däne, Schweizer, wo immer, Österreicher. Er muss ein klares Herz, eine klare Leidenschaft für Sturm Graz. Diese Botschaft muss er am Platz verkörpern. Dann ist er ein Spieler, den unsere Fans lieben und den auch wir als Trainerteam so haben wollen. Ich würde sagen, das waren perfekte Abschlussworte für die heutige Pressekonferenz. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, freuen wir uns auf morgen.